Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Maxim und heute am Sonntag geht es wieder um das neue Format. Ich analysiere Börsenzitate. Diesmal ein Zitat von Peter Lynch. Bleibt dran und viel Spaß. Das Zitat ist ein relativ kurzes, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr zutreffend und ich werde mal wieder meine Erfahrung euch mitgeben und einfach einige Learnings von diesem Zitat teilen. Das Zitat ist, verliebe dich nie in eine Aktie, bleib immer aufgeschlossen. Ja? Denn das Problem ist oftmals, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, deren Produkte toll sind, die man vielleicht auch noch benutzt, ja? Wenn man dann eine Firma hat, die man wirklich sehr, sehr gern hat, dann kann es sein, dass man sich in eine Aktie verliebt, die vielleicht noch sehr, sehr gut läuft, ja? Und ich sag mal, sehr gute Performance gemacht hat, dann haben wir Menschen oftmals einfach die Eigenschaft, das Ganze irgendwo plötzlich nicht mehr rational zu sehen. Ja? Weil wir einfach so überzeugt sind und in diesem Moment, wo wir zu überzeugt sind von einem Unternehmen und so eine quasi eine rosarote Brille aufhaben, passiert nämlich Folgendes. Wir sehen plötzlich die Risiken, die bei jedem Unternehmen da sind. Also es gibt bei jedem Investment gewisse Risiken. Wichtig ist einfach, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis stimmt, ja? Dass das Unternehmen eben mehr Chancen aufweist als Risiken. Aber wenn man so, ich sage mal, sich in eine Aktie verliebt, dann ist es so, dass man diese ganzen Risiken komplett ausblendet. Ja? Das kann unter anderem dann passieren, wenn man sich halt lange mit der Aktienanalyse beschäftigt und dann vielleicht einfach sagt, ja gut, jetzt habe ich so viel Zeit reingesteckt in diese Analyse und aus diesem Grund muss ich jetzt die Aktie eigentlich kaufen. Ja, ich habe jetzt hier 10 Stunden dran gesessen, jetzt muss ich die Aktie auch kaufen. Aber das ist ein Fehler, ja? Selbst wenn man eine Aktie analysiert hat und merkt, okay, sie ist gerade zu teuer, das Unternehmen ist zwar gut, aber zu teuer, dann sollte man eben nicht kaufen. Und dann das Unternehmen eben gegebenenfalls in die Watchlist setzen. Ja? Und ich kann ja mal ein Beispiel von mir erklären, wo ich oder in welche Unternehmen ich verliebt bin, aber ich trotzdem verkauft habe. Und trotzdem der rationale Investor in mir ist dann doch etwas stärker, zum Glück mittlerweile, als die rosarote Brille, die ich dann bei manchen Unternehmen habe. Ein Beispiel ist Tesla. Ja? Ich liebe übrigens Tesla als Produkt. Ich finde die Autos super. Ich bin auch schon Probe gefahren mit dem Model 3. Ich finde es einfach mega. Die Geschichte dahinter, dann den CEO Elon Musk. Ich finde ihn beeindruckend. Hört euch gerne die Biografie an. Die ist auch auf Spotify kostenlos, wenn man Spotify hat. Oder auch das Buch. Ja, also wirklich sehr interessante Persönlichkeit. Und ich finde einfach beeindruckend, was er da mit Tesla erschaffen hat. Und ja, ihr hört wahrscheinlich schon, ich liebe das Unternehmen, aber trotzdem habe ich aktuell gesehen, okay, Tesla steigt und steigt und steigt, aber das Unternehmen Tesla steigt irgendwie nicht in demselben Tempo wie der Aktienkurs und der Aktienkurs läuft irgendwie von der Realität weg. Und deswegen habe ich mich entschieden, das erste Mal bei 800 einen kleinen Teilverkauf zu machen. Da habe ich quasi meinen Einsatz rausgezogen, so konnte ich wirklich entspannt die ganze Sache weiterlaufen lassen. Im Nachhinein könnte man jetzt sagen, boah, da hast du aber einen Fehler gemacht, da ist ja wieder Rendite entgangen, klar. Aber da habe ich das erste Mal einfach gesagt, okay, ich sichere mich einfach ab, indem ich meinen Einsatz wieder rausnehme. So. Und deswegen konnte ich auch Tesla in Ruhe laufen lassen und habe dann den zweiten größeren Teil bei 1200 verkauft. Ja, könnte man auch wieder sagen, im Nachhinein hättest du weiterlaufen lassen können, aber das weiß man ja eben nicht. Ja. Und ich habe trotzdem mit 550% Gewinn verkauft, ja, das zweite Mal zumindest, das erste Mal auch irgendwas mit, ich glaube 400%, 300-400%, war auf jeden Fall eine saftige Rendite und ich bin eigentlich auch froh, da nur noch einen kleinen Teil Tesla zu haben, weil wir sehen ja aktuell, Tesla wird nicht in den S&P 500 aufgenommen, ja, hätte jetzt auch so niemand mit gerechnet, ja, das war eigentlich so, ich sag mal, in den Medien oder generell war das so klar, ja, Tesla macht jetzt nochmal einen Quartal Gewinn, oh, da steht ihm ja gar nichts mehr im Wege, aber ihr seht, was dann eben mal passieren kann, ja, und Tesla ist jetzt auch wieder 20% von ihrem Allzeithoch gesunken, ja, deswegen sollte man da halt auch immer aufpassen und ich habe mich zwar schwer getan in der Entscheidung, aber hat gesagt, komm, die Bewertung ist einfach zu verrückt und ich bin dann jemand auch, der verkauft, ja, mittlerweile habe ich da einfach die Erfahrung und sage ganz klar, da muss man einfach mal rausgehen. Ein anderes Unternehmen, was ich wirklich liebe, dessen Produkte ich auch schätze, zum Beispiel ja, iPhone, mein MacBook, meine AirPods und so weiter. Ich liebe es einfach, ist Apple. Ja, wobei ich sagen muss, Apple habe ich auch noch nichts verkauft. Ja, ich halte das Unternehmen langfristig, auch wenn die aktuelle Bewertung ja, mich zum Überlegen bringt, da einen Teil mal zu verkaufen. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, aber bis zum heutigen Tag, wie gesagt, habe ich noch nichts verkauft.
Kann aber sein, wenn das so weitergeht, dass ich da auch mal einen Teilverkauf mache. Aber auch da muss man sich auch die Risiken anschauen von Apple. Ja, ich liebe es zwar und es gibt keine Marke, meiner Meinung nach, die so ein starkes Branding hat in diesem Segment und die einfach so tolle Produkte machen. Aber trotzdem schaue ich mir da die Risiken an. Zum Beispiel ein Risiko ist das iPhone, ja, wo einfach Apple sehr stark abhängig ist. Zwar ist es schon etwas rückläufig geworden, also Apple ist nur noch 53% vom Umsatz vom iPhone abhängig. Ja, vor 2015 war das noch so bei 63%, wenn ich mich nicht irre. Aber trotzdem ist das noch eine ganze Menge. Und der Smartphone-Markt, der ist jetzt nicht gerade am Wachsen. Ja, und wir sehen auch an den Wachstumskennzahlen von Apple, wenn man sich den operativen Gewinn anschaut oder auch wenn man sich den Umsatz anschaut, das ist jetzt nicht, dass man sagt, wow, was eine Wachstumsgeschichte, sondern Apple ist halt gerade auch an einem Stand von der Größe natürlich, dass da solche Wachstumsraten wie zum Beispiel eben bei Facebook sind sie halt noch eher intakt, bei Apple halt eben nicht. Und da muss man einfach oftmals rational die Dinge betrachten, auch wenn man das Unternehmen sehr, sehr gerne hat. Und das lernt man einfach mit der Zeit. Aber durch dieses Video hier vielleicht werdet ihr oder habt ihr euch selber mal erwischt, ja, und denkt so, oh, ja, bei dem Unternehmen bin ich vielleicht zu optimistisch. Deswegen verliebe dich nie in eine Aktie, denn es wird vielleicht irgendwann der Moment kommen, der kommt bei jedem Unternehmen, dass man sich eben von dem Unternehmen trennen muss. Und da macht es halt keinen Sinn, wenn man verliebt ist, weil sonst hat man vielleicht danach Liebeskummer. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich denke, die Message dieses Videos ist angekommen. Schreib mir mal gerne unten in die Kommentare, was du von diesem Format hältst und was vielleicht dein Börsenspruch ist, der dich interessiert und wo ich halt mal einfach meine Meinung zu sage und auch mal erkläre, was der Autor ja einfach dazu meint und was ich in diesem Spruch interpretiere. Du kannst auch mal gerne drunter schreiben, was du für Lieblingssprüche hast. Das würde mich interessieren. Und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal. Da werden jetzt, wie gesagt, 3 Videos die Woche kommen. Und ansonsten kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, auf meinem Podcast vorbeischauen. Ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Dir wünsche ich noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dann.